So, probieren wir es nochmal. So, langsam würde ich gerne mal hier durchkommen. Warum sage ich das? Weil ihr denkt, boah, der hat aber wenig Nerven. Ich meine, ist ein zweiter Versuch. Ja, nicht ganz der zweite Versuch. Ich habe schon ein paar rausgeschnitten. Aufgrund technischer Probleme, aufgrund spielerischer Probleme. Bitte, Rebecca, folge mir mal. Wir warten jetzt schön, dass die Spinne hier um die Ecke kommt. Ah, da ist sie ja schon. Ich glaube, sie hat es erwischt. So. Wir könnten vermutlich jetzt auch hier uns durchschlingern. Aber das möchte ich nicht. So, ich hoffe, das war's jetzt. Erstmal drei Spinnen sollten wohl hoffentlich reichen. Wobei, die hätten wir auch mit der Pistole machen können, ne? Wir haben ja genug Munition eigentlich. So, okay, alles klar. Oh, anstrengend, unglaublich anstrengend, aber ist die Stelle eigentlich überhaupt nicht schwer, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber irgendwie kann man hier viel falsch machen. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Aha, wird mir bestätigt von Billy the Billy. Billy the Billy, ah, das gefällt mir. Das ist nicht Billy the Kid, sondern Billy the Billy. Auf der anderen Seite, Billy the Billy. Hat der so viel Charakter? Ich weiß es nicht. Haftanstalt. Liste der Insassen. Matthews, Kay. Todentsorgung abgeschlossen. Mitch, D. Keith, V. Als Muster präserviert. Savage, C. Abtransportierte Forschungs... Aha, okay. Savage und Keith. Also, Savage konnten wir noch begegnen. Keith nur in Formaldehyd. Und Royce konnten wir auch noch begegnen. Davids Formaldehyd. Clark A. Potenzieller Typ, den wir begegnen können. Auch Allens. Kennen wir Clark A? Terence, Kate O. Scott. Mitchell, Carrie Roberts. Sagt mir jetzt nichts. Aha, Haftanstalt der Liste Innersen. Okay. Das wird also vielleicht noch ein Rätsel später. Oh. Können wir natürlich nicht sagen. Nein. Der Inventar ist natürlich voll. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir trennen uns. You stay here. Ja. Und gehen mit Rebecca mal zurück. Die Blaukrautkopf von mir ist hier behalten. Ich bin nicht daran interessiert. Ich möchte, dass die beiden Grünen miteinander kombinieren und endlich mal Rebecca wieder ein bisschen mehr Heilung geben. Weil sie ist so hart verwundet, dass sie von einem Mottenfurz umgefegt wird. Und das nervt auf Dauer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das bringt. Das müsste mir auch mal ein... Ausgerechnet, das möchte ich nicht haben, danke. Das ist doch überhaupt nicht nervig, dieses System hier, ne? Ich hätte gerne meine Truhe wieder. Naja. Also bringt mir das mehr, wenn ich zwei Grüne kombiniere, als wenn ich zwei einzeln zu mir nehmen würde? Keine Ahnung. Es ist immer noch Warnung. Das ist richtig übel. Das ist echt übel. Naja. Aber hier geht schon mal ein bisschen besser. Wir brauchen noch mehr, damit sie sich wieder gesund fühlt. Warte mal, sie hat gar keine Waffe ausgerüstet. Das ist keine gute Idee. So. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, steht um die Ecke eine Schreibmaschine. Habe ich das richtig gesehen eben? Oh ja, mit Ribbons. Das ist natürlich jetzt einladend. Aber jetzt direkt schon wieder zu speichern, ist das eine gute Idee? Auf der anderen Seite, ich habe auch sowas von keine Lust, jetzt wieder mein Inventar umzumodulieren. Wir sind jetzt halbwegs ausgerüstet. Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt schon wieder abspeichere. Naja, im Zweifelsfall muss ich halt nochmal einen alten Spielstand laden, wenn ich merke, dass das nicht funktioniert.
Löschen wir mal den ersten. Wir sind froh, dass wir aus dem Abteil raus sind. Da müssen wir eh nicht mehr hin. Und die Folgen sind tatsächlich gerendert. Beobachtungsraum. Naja, das ist ja anscheinend auch ein ganz neuer Abschnitt hier. Legen wir mal ab. Ja. So, und jetzt ist es die große Frage. Wie gehen wir voran? Machen wir Roger. Nein. Okay. Okay. Ja. Ich gehe erstmal mit ihm alleine. Und schau mal, was diese Sache ist. Sobald wir Rätsel lösen müssen, holen wir wieder Rebecca zur Hilfe. Ah, wir können Rebecca noch sehen. Okay, das ist gut. Oh. Was ist das? Allein komme ich ja nicht rein. Okay, das ist jetzt so ein... Ja, da brauchen wir Rebecca wahrscheinlich gleich. Oder... Und mit gleich meine ich jetzt, weil hier gibt es sonst nichts zu tun. Okay, gut. Und... Na, guck mal, wer da jetzt hochgeht. Es geht nur mit Rebecca, okay. Ich glaube. Ich glaube, andersrum ist das nicht gedacht. Das soll jetzt so sein, dass das Rebecca hier alleine geht. Aber wir haben ja abgespeichert. Das lässt mich in Hoffnung wiegen, die ich in dem Spiel eigentlich gar nicht haben sollte. Oh oh, eine Folterkammer. Wer macht solche bestialischen Dinge? Wie foltern. Ja, allein kommen wir nicht ran. Da haben wir jetzt ein Problem. War eine super Idee, hier alleine in so eine Folterkammer sich reinstürzen zu lassen. Ha, vom Boden hat sich was angesammelt. Sonst irgendwas? Ein bisschen durcheinander, okay. Eine Notiz. Was steht in der Notiz? Info zum Stromlager. Der Stromregler ist seit dem letzten Gewitter außer Betrieb. Der Stromverlust ist egal, doch leider sind die Geräte im Boilerraum an dasselbe Versorgungsnetz angeschlossen. Die Geräte sind so abgenutzt, ich muss sie wahrscheinlich ständig reparieren lassen. Wenn Sie schnell raus müssen, setzen Sie die Anzeige auf 70. Prüfen Sie aber erst, ob alles an die Kette angeschlossen ist. Aha, Info zum Stromregler. So, so. 70. Aha. Damit ist vermutlich dieses Ding hier gemeint. Ja, bedienen wir mal. Irgendwas, Jesus. Okay, was passiert, wenn wir den ersten auflegen? Wir müssen auf 70. Wir sind jetzt auf 10, 20, 10, 20, 30. Wir sind auf 31, 32. Was passiert, wenn wir den zweiten umlegen? Jetzt brauchen wir noch 20. Ach so, die sind in der Mitte. Das heißt, wir haben jetzt hier 40 verloren. Sollen wir erstmal gucken, wir rechnen das mal kurz ab. Ich möchte erstmal wissen, was mit der Kette gemeint ist. Weil da stand doch, dass wir vorher das sichergestellt haben müssen, oder nicht? Oder nicht? Mal kurz hier in die Akten gucken. Ob alles an die Kette angeschlossen ist. Ich habe keine Ahnung, was mit Kette gemeint sein könnte. Lodern geheimnisvoll in der Luft die Flammen.
Das sieht für mich nach einer ganz normalen Flamme aus. Welche Kette ist gemeint? Hier? Und ein paar elektrische Stühle. Naja, dann probieren wir es einfach mal. Ja. Ach so, die Zeiger, die sagen mir auch, wie viel das umlegt, ne? Das heißt, der Erste macht... Was macht der Erste nochmal? 31. Der Zweite... macht 20. Der Nächste macht 40. Dann machen wir den Vierer meinetwegen ab. Mal gucken, ob das was bringt. Nee, irgendwie nicht. Nee. Das hat schon geklackt. Aber das ist noch verschlossen. Nee, 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 so läuft das nicht. Wir müssen uns jetzt was überlegen. So. Was passiert, wenn wir den ersten absetzen? Passiert nämlich gar nichts. Den zweiten legen wir hoch. Geht nämlich 20 hoch. Ach Gott. Das ist jetzt so ein bisschen Trial and Error, oder ich müsste mich mal kurz... So. Okay. Wir sind fertig. Warum? Er ist auf 70. Also der letzte ist auf jeden Fall 50. Das heißt, wir müssen bei 4 müssen wir auf 20 sein, weil anders geht das gar nicht. Weil wir ja von 100, wenn wir 50 runterdrehen, wieder auf 50 landen. Das geht ja dann nicht. Also, das bedeutet, wenn wir bei Schalter 4 angekommen sind, müssen wir auf 20? Auf 20 sein, doch, richtig. Wie kommen wir auf 20? Was ist 20? 2 ist 20. Okay. Moment. Bin ich... Also irgendwie... Keine Ahnung. Schalter 1 machen wir jetzt mal hoch. Schalter 2... Dann machen wir auch nochmal hoch. Dann machen wir 50. Machen wir Schalter 3 auch hoch. Aber das bringt nichts, wenn wir Schalter 4 abregeln. Und dann kommen wir nicht auf 20 runter. Oder voll nicht. So. War nicht so gute Idee. Also nochmal. Wir wollen Schalter 1 auflegen. Wir wollen Schalter 2 abregeln. Holen wir auf 20. Ach nee, warte kurz. Ah, Schalter 3 geht 40 hoch, ne? Ja, circa. Und Schalter 4 geht 10. Geht 10, ne? Also was in der Größenordnung. Okay, probieren wir es nochmal.
Ach, dauert das lange heute. Wir haben 30, 20, 30, 20, 40, 10. Wie kommen wir damit auf 20? Ich muss das mal so aufzeichnen, bis gleich. Ich glaube, ich hab's. Eins machen wir auf. Zwei ab. Drei. Auf. Stimmt das? Stimmt ja voll nicht. Ach nee, das stimmt ja gar nicht. Ich bin müde. Oh Mann. Das stimmt halt gar nicht. Oh, leck mir. Oh. Sekunde nochmal. Also jetzt müsste ich es aber haben. Also den ersten legen wir hoch. Dann gehen wir hoch auf 30. Dann gehen wir auf 50 weiter. Ziehen ab auf 10. Gehen wieder 10 hoch auf 20. Und dann nochmal hoch auf 70. Dann müssen wir es haben, oder? Heureka. Oh Mann, schwere Geburt. Oh, ich muss entschuldigen. Ich bitte euch um Entschuldigung, denn es ist Abend. Ich habe heute einen Arbeitstag hinter mir. Ich irgendwie fühle mich gerade matschig. Ah ja, gut. Das ist im Keller. Aber ich weiß, wo das ist. You are wasting your time. I have already claimed this place for myself. Which means you are trespassing. And I am very territorial. War das Keith? Was ist denn jetzt los? Beißende Affe. Ja, gut. Okay, boah, ich dachte schon. Ey, ich weiß nicht. Just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So. The time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-Virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. Oh. Selbststörungsmechanismus im Keller, ha? Dann lass los. Du hast eh keine Lust, mit dem Affen zu kämpfen. Ah, okay, jetzt sind wir wieder getrennt. Kelleranlage. Okay. Ist es jetzt hier zeitkritisch oder was? Warte mal, wo bin ich überhaupt? Ach so, ich muss vermutlich. Sicher bin ich mir nicht, aber. Dann versuchen wir mal den Weg hier durch die Menschen in den Keller zu finden. Weil, was besser. Ja, genau. Tschüss, Affe. Ich will mit dir gerade nichts zu tun haben. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. So.
So. Ach so, hier geht's ja. Ach ja, richtig. Die Tür haben wir aufgeschlossen. Das wäre noch die Alternative. Oh. Nice. Sure, I had a bit. Oh, der ist doch noch, der lebt doch noch. Alter, danke, super. So, gibt's hier noch mehr? Schrank kann ich nicht öffnen. Oh, Shotgun Ammunition. Kann ich nicht aufheben, ne? Da muss ich kurz was ablegen. Denn die können wir im Prinzip direkt einsetzen. Ach du meine Güte. Dann lege ich die mal kurz ab. Und heb die auf und lad nach. Was ist uns denn wichtiger? Noch 4 Schuss davon. Ich stecke in einem Dilemma. Sollen wir die gerade mal ablegen hier? Legen wir die mal ab und dann das müssen wir auch irgendwie anderweitig schaffen. Dann will ich die Munition wieder aufnehmen. Also ist hier noch irgendwie anderes Material? Ach, Ruhe. Gib Ruhe. Ja, ich... ja, natürlich. Ausrüsten. Wow. Wow, wow. Oh, ja. Alter, was sind das für nervige Affen? Boah. Der lebt noch. Ne, jetzt nicht mehr. Doch, er lebt wohl noch. Oh. Weia. Warte, wie viel Energie haben wir noch? Warnung. Und lebt er noch? Ja, er lebt noch. Oh ja, lad halt nach. Oh Gott. Weißt du? Oh ne, er lebt noch. Ne, er bäumt sich auf und schafft es nicht. So. Ja, dann rette sie halt. Kannst du mir sagen, was soll ich denn machen? Helf ihr! Alter, was soll ich denn machen? Ich bin da, du sollst dich festhalten. Was um alles in der Welt? Was soll ich machen? Muss ich jetzt doch in den Keller? Oder was? So, sie ist da. Soll ich jetzt, brauche ich diesen Kletterhaken aus dem Zug? Muss ich jetzt nochmal in die Haupthalle und wieder zurück? Okay. Nee, ist Oh Mann. So, die Affen sind tot.
Kann ich irgendein Seil hier nehmen? Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann mache ich jetzt diesen riesen Umweg. Mir fällt nichts Besseres ein. Und manche von euch, ja, mögen dann vielleicht auch... Ach, Moment, wir haben jetzt wieder ein bisschen Platz, ne? Okay, nehmen wir mal mit. Okay, probieren wir es einfach mal. So, hier ist jetzt, glaube ich... Ach nee, der Affe, der ist woanders. Dann müssen wir hier nochmal schnell hochklettern. So, und wo ging es jetzt nochmal da runter? War das hier? Ja, das war hier. Ja. Ich habe jetzt auch keine Lust. Nein. Uns geht's hier auch total mies. Und das ist ultra frustrierend. So, jetzt müsste ich hier durchkommen. Ich hoffe mal, dass das der richtige Weg ist. Die Kräuter holen wir uns später. Wir müssen jetzt erst Rebecca retten. Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Okay. Ja. Okay, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal abgespeichert habe. Ich muss mal gucken.